wohl gedacht, du kannst hier so einfach deine krummen Dinger drehen, Schleicher. Da hast du falsch gedacht. Ich bin sicher, die Polizei wird an deinem Geheimplan äußerst interessiert sein. Jacob? Hm? Wegen dir ist mein Eyeliner verrutscht, du Blödmann. Was wird denn das? Ich teste meine Idee. Wenn die heißt, wie ärgere ich am besten die anderen, dann funktioniert sie. Nein, sie ist für den neuen fantastischen Ronald. Morgen ist der Geh mit Daddy zur Arbeit Tag und ich helfe ihm, eine Geschichte zu schreiben. Was ist? Wir haben den Geh mit Daddy zur Arbeit Tag schon hinter uns. Das ist heftig. Ja, ganz zu schweigen von Interim. Und implizit Diaphora, Superiorität, Perigonium. Nicht zu vergessen Megalith. Was bedeuten all die Wörter? Wir waren in Daddys Büro und haben im Lexikon gelesen. Ihr musstet im Lexikon lesen? Nein, wir mussten nicht. Aber das ist immer noch spannender, als Dad bei der Arbeit zuzusehen. Traurig, aber wahr, Kleiner. Ist jedenfalls immer noch besser, als zur Schule zu gehen. Warte bis morgen, Bruderherz. Schon so gegen 10 träumst du von einer Woche nachsitzen. Großer Tag heute, Jake. Ich fange nämlich ein neues Buch mit dem fantastischen Ronald an. Ich weiß. Wann soll's denn losgehen, Dad? Wir sind schon dabei. Ein Schriftsteller weiß nie, wo und wann er seine erste Inspiration findet. Das kann eine Schlagzeile sein oder auch die Eishockey-Ergebnisse. Ui, das macht Spaß, Dad. Die Montreal Marvels haben sich den ersten Platz in der Liga erkämpft. Gleich mache ich ein Live-Interview mit den Spielern direkt auf der Eisfläche. Ich glaube fast, das war gar keine gute Idee, dich heute mit zur Arbeit zu nehmen, Brittany. Du machst den Job ja besser als ich. Ach, Dad. Kriege ich noch was, Sportsfreund? Die gefürchtete leere Seite. So fängt es jedes Mal an, weißt du? Der fantastische Ronald und... Warum hast du aufgehört? Naja, so ein Titel, der will ganz genau überlegt sein, mein Junge. Aus dem erwächst die gesamte Geschichte. Ich weiß was. Wie wär's mit der fantastische Ronald und Schleiche Schleiche? So langsam nimmt eine Idee Gestalt an. Hm.
der Handlung? Ort der Handlung. Hä? Der Schauplatz von Ronalds nächstem Abenteuer. Wo könnte das sein? War er denn schon einmal im Regenwald? Ja, genau, der fantastische Ronald im Amazonas-Dschungel. Eine geheimnisvolle Gestalt taucht aus dem Nebel über dem Fluss auf. Es ist der fantastische Ronald, der in seinem Einbaum unterwegs ist. Jetzt läuft die Sache. Was passiert dann? Er sieht, wie sich etwas vor ihm bewegt. Aber er kann nicht erkennen, was es ist. Nur eins ist ganz sicher. Es kommt auf ihn zu. Ganz plötzlich tauchen gelb leuchtende Augen aus dem trüben Wasser auf. Seit wann kannst du denn so schnell tippen? Ich wusste gar nicht, dass ich es überhaupt kann. Na los, Dad, jetzt läuft die Sache. Mach weiter! Gut, ja. Und auf einmal spürt Ronald einen starken Ruck an seinem Paddel. Und dann macht das Boot... Was macht das Boot? Was sagst du? Und wie schreibt man das? Hallo? Am Apparat. Vergessen? Nein. Natürlich nicht. Ja, ich wollte gerade gehen. Gut, dann bis gleich. Wiederhören. Tut mir leid, dass ich unseren Schaffensprozess unterbreche, aber ich habe eine Signierstunde in der Stadt. Könnte ein bisschen langweilig werden. Ist schon okay. Das wird auf keinen Fall so langweilig. Ich meine, jetzt weiß ich, was du an deinem Schreibtisch machst. Nun lerne ich eine andere Seite von dir kennen. Na sowas. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der fantastische Ronald. Das ist cool. Ach, da sind Sie. Ja, dann wird heute wenigstens etwas klappen. Freut mich, Sie kennen. Ich habe den ganzen Morgen mit dem Verlag telefoniert. Und Sie haben mir versichert, dass der neueste fantastische Ronald rechtzeitig hier ist. Und wo sind die Bücher? Wo? Sehen Sie vielleicht eins? Das ist unerfreulich. Unerfreulich? Ein gerissener Schnürsenkel ist unerfreulich. Eine groß angekündigte Signierstunde ohne Bücher zum Signieren ist ein Desaster, eine Katastrophe. Und als würde das nicht reichen, um aus der Haut zu fahren, ist auch der Darsteller, der das Kostüm vom fantastischen Ronald tragen sollte, nicht aufgetaucht. Das könnte echt hässlich werden. Sie sollte koffeinfreien trinken. Wird doch Zeit, dass Sie kommen. Ich habe Ihrem Agenten gesagt, pünktlich 4:30. Meinem Agenten? Hier ist Ihr Kostüm. Sie können sich im Waschraum umziehen. Aber ich bin hey, nicht... Hey, zieh ruhig das Kostüm an. Ist doch toll. Besser kannst du mir gar nicht helfen. Na, wie gefällt's dir? Da stehen nun mein unerschrockener Fantasieheld und mein leiblicher Sohnemann glücklich vereint vor mir. Du siehst großartig aus, mein Junge. Danke, Dad. Du begrüßt die Fans an der Tür und bringst sie in Stimmung. Zuerst war mein Tag nur langweilig und jetzt wird er richtig peinlich. Ich habe das Gefühl, gleich wird er auch noch richtig schmerzhaft. So ein Mist! Hier haben Sie auch nicht das neueste Heft vom Wrestling-Magazin. Ist doch langweilig, immer die Griffe vom letzten Monat. Die tun ja gar nicht mehr weh. Verzeihung. Ist schon gut. Hey, seht mal, unser Tutu steckt in einem bescheuerten Kostüm. Ist nicht bescheuert. Ich bin der fantastische Ronald und ich soll hier meine Fans begrüßen. Ach ja, wir sind doch auch Fans, stimmt's, Wilson? Ja, mein Lieblingsbuch ist der super mickrige Tutu-Zwerg trifft Wilson, den Knochenbrecher. Aua! Wie wär's mit der super mickrige Tutu-Zwerg trifft auf einen Super-Tornado? Und der fantastische Ronald? Wo ist er? Das nenne ich doch mal einen guten Auftritt. Guter Einfall. Warum trägst du nicht deinen Hypnosering? Und wo ist eigentlich der Beutel mit deinem Lasso und der Nachtsichtbrille? Ich weiß nicht, diese... Ich liebe der fantastische Ronald und der johlende Yeti. Danke. Machst du den Gletscherrettungssprung? Bitte, für mich. Weißt du, mit diesem Gletscherrettungssprung ist das so eine Sache. Der fantastische Ronald freut sich schon darauf, euch den Gletscherrettungssprung vorzuführen. Toll! Halt sie hin, solange du kannst. Wir wollen nicht, dass sie auf uns losgehen. Der fantastische Ronald und die Holzbeinpiraten, Kapitel 4.
Woher weiß er, dass der Schatz auf der Toteninsel ist? Er sieht die Schatzkarte doch erst in Kapitel 7. Hat's ihm der Papagei gesagt? Der Papagei? Den Papagei trifft er doch aber erst in Kapitel 6. Ach, hast du unseren Superhelden schon kennengelernt? Sieht ganz so aus, als hätte er da drüben was Aufregendes vor. Er hat wirklich Talent für solche Sachen. Dad sollte unserem Ronald einen Helm verpassen. Oh, sieh mal, Fowler, sie stehen direkt an der Rampe. Oh, wie praktisch, fies. Was ist denn? Ach so, das Kostüm. Ich bin der fantastische Ronald. Oh, er ist der fantastische Ronald, Fowler. Der sieht aber ganz schön stark aus, findest du nicht auch, fies? Oh ja, Muskeln, wohin man sieht. Genau richtig, um uns beim Einladen der Kisten zu helfen. Was hältst du davon, Ronald? Würdest du uns helfen? Aber ja doch, wieso nicht? Hey! War ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Lass uns abhauen, fies! Die haben's aber eilig. Hey, kleiner Superman, warte mal. Wenn du mir den Empfang der Kisten quittierst, kann ich wie... Hey, wo ist der Laster? Ist gerade weggefahren. Was? Oh, das ist ja nicht zu glauben. Wer saß da drin? Fies und Fowler? Ich hab ihnen geholfen, die Kisten aufzuladen. Das waren Bücher vom fantastischen Ronald. Ich hab sie gerade angeliefert. Oh nein, oh nein! Hilfe, Polizei! Mein Lieferwagen wurde gestohlen und er war daran beteiligt. Aber ich hab nichts gemacht. Aber ich hab nichts gemacht. So etwas hören wir Polizeibeamten dauernd, Jungs. Ja, Lügen nutzt überhaupt nichts, Rufus. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht der räudige Rufus. Ha, jeder weiß doch, dass der fantastische Ronald einer von den Guten ist. Ja, nur der räudige Rufus ist fies genug, um sich als der fantastische Ronald auszugeben. Ich bin nicht der räudige Rufus. Oh je, jetzt flippt er aus. Dad, gib mir das Pfefferspray. Hey, ich kriege das Pfefferspray. Du hast ihn schon festgenommen. Ja. Jungs, jetzt beruhigt euch mal. Wir haben noch jede Menge lustige Sachen für euch auf Lager. Zum Beispiel Fingerabdrücke machen, Verbrecherfotos durchsehen und Rauschgifthunde einsetzen. Corporal Order, Einsatz Blau. Ja, Wagen 19, wir haben einen Einsatz Blau. Einsatz Blau! Was Einsatz ist los? Blau. Was ist Einsatz denn los? Behaltet den Verdächtigen im Auge, Jungs. Wir sind gleich wieder da. Ich will einen mit Schokoladenstreuseln, Dad. Ach, so ein Tag an Daddys Arbeitsplatz könnte nicht besser sein. Und ich hoffe nur, er wird nicht noch schlechter. Hey, das ist der gestohlene Laster. Wer weiß, wo die hinfahren. Ihr müsst es eurem Dad sagen, sonst verlieren wir ihre Spur. Ist schon klar. Und sobald wir weg sind, machst du dich aus dem Staub. Da braucht man keine Röntgenbrille, um deinen Plan zu durchschauen. Dann geht eben nur einer von euch und der andere bleibt hier. Na schön. Ich gehe und du bleibst hier. Von wegen. Ich gehe und du bleibst da. Für sowas haben wir keine Zeit. Wer zuerst dreimal gewinnt? Na los. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh nein, sie hauen ab, sie hauen ab. Halt! Verfluchter Mist, der räudige Rufus ist entkommen. Das ist seine Schuld. Gebt die Bücher zurück, ihr Gauner. Gebt die Bücher zurück. Gebt die Bücher zurück. Oh Mann, du bist doch der fantastische Ronald. Hey, könntest du mir das leihen? Klar. Danke. Du, ich habe alle deine Bücher gelesen. Da ist der gestohlene Lastwagen. Hinter uns ist die Polizei. Da, wir haben uns nicht genug Vorsprung gegeben. Die sind nach links abgebogen. Die sind
mich entwischt. Immer auf Nummer sicher. So scharf geht man nicht in die Kurve, wenn man einen großen Kaffee in der Hand hat. Bleibt hier, Jungs. Na, der heulige Rufus hat uns direkt zu seinem Geheimversteck geführt. Und da sind ja auch seine Komplizen. Warum so viel Zeit damit verschwenden, das Alphabet zu lernen, wenn wir auf viel einfachere Art berühmte Schriftsteller werden können? Unser erster Bestseller. Der fantastische Ronald und der pingelige Percy, geschrieben von Fies und Fauler. Ja, genau. Das darf ich nicht zulassen. Das verdammte Ding ist stehen geblieben. Ist wohl eine Sicherung rausgeflogen. Jetzt lass uns weiter an unserer Karriere arbeiten. Oh, unsere Bücher! Ah, haltet den Dieb! Heiliger Rufus, auf frischer Tat ertappt. Hä? Nein, ihr müsst euch Fies und Fauler schnappen. Die sind die wirklichen Gauner. Die kommen auch noch dran. Erstmal werden wir ihren Boss verhaften. Das sind die beiden. Hinter ihnen. Mit diesem alten Trick kannst du uns nicht mehr reinlegen. Hey, die entwischen uns noch. Da, ihr entwischt uns. Wo sind sie? Lasst mich raus! Das könnt ihr doch nicht machen! Tja, tut mir ja leid, aber wie ich das so sehe, fehlt da noch ein kleiner Bremsklotz! Sieht so aus, als müssten wir uns bei dir entschuldigen. Ja, sieht ganz so aus. Nun hängt alles von dir ab, Superheld. Was, nur von mir? Nur von mir? Ja doch, ich habe meinen Jungs all deine fantastischen Abenteuer vorgelesen und egal wie schlimm es aussah, du hast alle aus dem Schlamassel gerettet. Ja genau, der fantastische Ronald schafft es immer. Leider bin ich nicht wirklich fantastisch. Ach, das ist nur, weil der Junge so unheimlich bescheiden ist. In seinem Abenteuer mit dem falschen Pharao nimmt er es mit einem ganzen Haufen von Mumienzombies auf und bleibt am Ende doch Sieger. Nichts kann den Kerl aufhalten. Der ist Wahnsinn. Sie haben recht. Ich lasse nicht zu, dass Fies und Fauler meinen Vater beklauen. Das war ein großer Fehler von ihnen, sich mit dem fantastischen Ronald anzulegen. Also ab morgen lasse ich mal einen Donut weg. Was zum... Da! Ich hasse Fesseln jeder Art. Damit wäre die Sache wohl endgültig abgeschlossen. Und wie fühlen Sie sich? Klar.
Ich glaube, ich werde mich noch viel schlechter fühlen, wenn der Chef von dieser Sache erfährt. Und wenn das meine Söhne erfahren, dass wir uns gerade am heutigen Tag so blamiert haben. Wieso dauert denn das so lange? Ja, uns wird's langweilig. Guck mal, wer sind denn die da? Zwei berühmte Gauner. Der fiese Fies und die Komplizen Fauler. Oh, klasse! Vielen Dank, meine Herren, dass Sie bei dieser verdeckten Operation so hilfreich waren. Eine verdeckte Operation? Oh, klasse! Wahnsinn! Ja, und wir bedanken uns bei ihm. Denn ohne die Hilfe des fantastischen Ronald hätten wir die beiden niemals schnappen können. Er ist also wirklich der fantastische Ronald. Ist das jetzt cool oder nicht? Ja! Das wäre dann unser letztes Buch. Unser letztes Buch. Ist auch gut so. Ich habe schon einen Schreibkrampf. Und ich habe schon einen Kassierfinger. Aber jetzt muss ich wieder zurück zur Kasse und noch mehr Bücher eintippen. Tada! Verzeihung, sind Sie fies oder fauler, Mister? Fies oder fauler? Das ist eine lange Geschichte, Dad. Eine lange Geschichte. Ronald sieht die zwei durchtriebenen Gauner. Und er sagt, Mann, jetzt seid ihr aber echt fällig. Dann springt er von der Brüstung, stößt auf sie herunter wie ein Falke und hat sie nur mit Klebeband umwickelt. Das gefällt mir. Genauso einen ungewöhnlichen Stunt würde der fantastische Ronald wirklich machen. Ja, das würde er. Ich weiß es, ich weiß es. Mit diesem Selbstvertrauen kann nur einer sprechen, der schon eine Meile in seinem Kostüm zurückgelegt hat. Kam mir eher wie 40 Kilometer vor. Und wenn die Ausgabe über die stümperhaften Buchbanditen in die Regale kommt, dann bist du wieder dabei. Wirklich? Sicher. Ein Schriftsteller weiß nie, wo er seine Inspiration findet. Und heute hast du sie für mich gefunden.